So, Freunde, ihr habt euch das gewünscht, ein neues Q&A von mir hier mitten aus dem Dschungel in Sri Lanka. Ich befinde mich gerade in meiner Unterkunft hier und ich habe auf Insta die Frage gestellt und ihr hattet die Möglichkeit, Fragen zu stellen für dieses Q&A und auf YouTube auch. Und da sind echt sehr, sehr viele coole Fragen zusammengekommen. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange und springen direkt zur ersten Frage. Lia071 fragt, hast du ein persönliches Vorbild? Und hierzu muss ich sagen, es gibt nicht dieses eine Vorbild, das ich habe, sondern für viele verschiedene Lebensbereiche habe ich verschiedene Vorbilder. Dazu gehört zum Beispiel im Content-Bereich, finde ich, Ali Abdaal und Andrew Huberman auf der anderen Seite ziemlich, ziemlich gut. Kennt ihr wahrscheinlich beide. Der eine ist eher so ein Lern-YouTuber und der andere beschäftigt sich viel mit Neuroscience und mit wissenschaftlichen Tipps. Auf der anderen Seite gibt es auch noch Podcasts. Da finde ich Lex Fridman richtig gut, also diesen ganzen Style, den er hat. Und was Unternehmertum angeht zum Beispiel, finde ich Steve Jobs richtig geil. Also einfach so, ja, dieser Grundstil des Minimalismus, den er vertreten hat, feiere ich extrem. Und dann gibt es natürlich auch viele, viele andere Bereiche. Ich muss auch sagen, für mich sind auch meine Eltern ziemlich große Vorbilder in vielen. Mein Vater ist Arzt, deswegen ist er in der Medizin mein Vorbild. Meine Mutter in vielen anderen Dingen. Genau. Nächste Frage von Sophie.rmr. Wie konntest du so ein Selbstbewusstsein entwickeln? Und welche drei Habits haben dein Leben verändert? Tatsächlich hatte ich noch nie so ein richtig gutes Selbstbewusstsein. Ich war damals eher immer jemand, der sehr viel darauf gegeben hat, was andere von mir denken. Das Ganze hat sich erst mit der Zeit entwickelt und zwar tatsächlich erst in dem Moment, als ich richtig mit Social Media angefangen habe. Das heißt, eigentlich habe ich mein Selbstbewusstsein erst so in 2021 bekommen, weil ich dann dem Judgment von fremden Menschen ausgesetzt war und mir war auch klar, dass die Leute, die mich kennen und mich gut kennen schon lange, dass die natürlich darüber reden werden und jetzt nicht nur positiv. Und das war sehr, sehr wichtig für meine eigene Person und daran bin ich extrem gewachsen. Also ich kann euch das allen nur ans Herz legen, wer darauf Lust hat, auch so einen Channel zu starten. Und zu den Habits, die mein Leben verändert haben, ich würde tatsächlich das Ganze runterbrechen, nicht auf drei Habits, sondern das eine Habit, das wirklich bei mir alles verändert hat. Und ich weiß auch noch genau den Moment, als das Ganze angefangen hat. Das war mit 18 Jahren, habe ich mein erstes Sachbuch gelesen. Und dieses Sachbuch war eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Und dieses Buch, ich weiß nicht wieso, obwohl es jetzt irgendwie nicht so auf Selbstoptimierung aus ist, hat bei mir so einen Wissensdurst geweckt und hat mich unglaublich motiviert, an mir selbst zu arbeiten. Und das war der Startschuss für alles andere. Das heißt, für mich persönlich war Lesen der absolute Gamechanger. Tobias fragt, was bedeutet dein Tattoo und deine größten drei Learnings der letzten Jahre? Mein Tattoo ist ganz lustig, habe ich glaube ich noch nie auf Social Media gesagt, ist einfach das Familienwappen von meiner Familie. Also wir haben, warum auch immer, seit vielen, vielen Jahren ein Familienwappen und ich habe mir eines Tages gedacht, weil auch mein großer Bruder das sich tätowiert hat, auch auf die linke Brust und dachte, ey, ich möchte es auch machen. Das ist was ich auf jeden Fall niemals bereuen kann. Und das war dann der Grund für mich. Ich habe es gefeiert und finde es auch immer noch cool. Zu meinen drei größten Learnings dieses Jahr muss ich sagen, gehört auf jeden Fall Geduld dazu. In den letzten Jahren habe ich sehr gelernt, wie viel Geduld und langfristiges Denken ausmacht. Ich habe extrem viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen kennenlernen dürfen und durfte mit vielen sprechen und bei den meisten war es wirklich der Gamechanger, sich über Jahre hinweg ganz geduldig einer Sache zu widmen und nicht den Fokus zu verlieren und einfach dran zu bleiben, immer weiterzumachen. Und diese Geduld und nicht dieses schnelle Belohnungssuchen, das ist eines der größten Learnings. Und die anderen beiden haben auch damit zu tun. Das andere ist Consistency, also es ist gar nicht so wichtig, wie schlau du bist, wie krass du in etwas bist, wie talentiert du bist, sondern vielmehr gewinnt derjenige, der einfach dranbleibt und jedes Mal ein bisschen was verbessert, aber am Ende des Tages einfach beharrlich bleibt. Und so ist es beim Lernen, so ist es in Social Media, so ist es in der Unternehmertumswelt, so ist es überall, auch im Sport. Derjenige, der dranbleibt, gewinnt am Ende. Übrigens, wenn ihr dazu ein gutes Buch lesen wollt, dann lest mal Grit. Das Buch habe ich euch hier in die Videobeschreibung gepackt. Das geht genau darum, um dieses Thema Consistency und wieso manche Menschen im Leben gewinnen und andere nicht. Kann ich euch sehr empfehlen. Und das letzte Learning ist vielleicht sogar das heftigste. Was für eine krasse Auswirkung einfach unser Gehirn auf unser ganzes Leben und unseren Körper und unsere Entscheidungen hat.
die Art und Weise, wie du mit deinem Gehirn umgehst, was du ihm für Essen zur Verfügung stellst, in welchem psychischen Zustand du bist, also bist du glücklich, bist du weniger glücklich, machst du irgendwie ja, Dinge in deinen Alltag, Routinen wie Eisbaden oder was auch immer, verschiedene Tätigkeiten beeinflussen dein Gehirn extrem und daraufhin entscheidest du dich anders. Und am Ende des Tages ist das Resultat unseres Lebens, ob wir ein schönes Leben führen oder ein eher weniger schönes Leben, die Summe aller Entscheidungen, die wir treffen. Und ich habe einfach gelernt, was für eine heftige Auswirkung Neurowissenschaften und zu verstehen, wie unser Gehirn funktioniert, auf das Leben haben kann. Und muss sagen, ich habe das Gefühl, seitdem ich mich dort mehr einlese, mehr mit beschäftige, deswegen teile ich auch die Tipps mit euch, treffe ich einfach bessere Entscheidungen. Flockhart fragt, was denkst du, ist der Sinn des Lebens? Ganz einfache Antwort. Der Sinn des Lebens, meiner Meinung nach, ist den eigenen Sinn des Lebens zu definieren und sich das zu erfüllen. Für mich persönlich bedeutet das, habe ich mir vor einigen Jahren mal so ungefähr vorgestellt, eine gesunde Familie aufzubauen und meinen Kindern später die besten Voraussetzungen, Startvoraussetzungen für ihr Leben bieten zu können. Das wäre für mich in meinem jetzigen Kopf der Sinn des Lebens. Tam345 fragt, welche drei Bücher muss man gelesen haben? Nummer 1, Schnelles und langsames Denken von Daniel Kahneman, geht tief in die menschliche Psychologie rein und ist extrem spannend. Nummer 2, alle Bücher von Yuval Noah Harari über die Menschheit und die Entwicklung der Menschheit gibt einem eine richtig krasse, gute Einordnung, wo man sich gerade befindet hier auf diesem Erdball. Und das letzte Buch ist mir ein bisschen schwerer gefallen, würde ich sagen, Laws of Human Nature. Ein riesiger Schinken, ich habe das als Hörbuch gehört, aber es ist wirklich sehr, 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 sehr gut und beschreibt, wie du mit anderen Menschen umgehen solltest, nicht um sie zu manipulieren, sondern um sie besser zu verstehen und ein glücklicheres Leben zu haben, indem du gute Beziehungen aufbaust. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, aber ich habe tatsächlich auch meine Top 30 Bücher in der Videobeschreibung. Also es ist unglaublich schwer. Ich würde dir wahrscheinlich auch in 10 Minuten andere Bücher sagen. Semil Prömel fragt, was ist dein Sternzeichen und glaubst du überhaupt an sowas? Tatsächlich glaube ich gar nicht an sowas. Also ich habe mich mit Sternzeichen kaum beschäftigt. Ich muss auch sagen, ich bin wenig spiritueller Mensch. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist so Buddhismus und die ganze Richtung, finde ich super spannend, will ich mich auch mal intensiver mit beschäftigen, weil das alles mit diesem Thema Achtsamkeit zu tun hat. Aber Sternzeichen tatsächlich gar nicht. Also ich bin Schütze, aber ich weiß jetzt auch nicht. Ihr könnt mir in Kommentare schreiben, wer sich damit auskennt, was das zu bedeuten hat. Arti Rayan sagt, du bist ein sehr guter Mentor, danke. Genau das ist mir unglaublich viel wert und ich habe gerade, als ich die Frage gelesen habe, darüber nachgedacht, wieso mir dieses ganze Social-Media-Thema auch so einen riesen Spaß macht. Und die Antwort darauf ist einfach, ich bin selbst der Kleinste in meiner Familie. Also ich habe keinen kleineren Bruder und ich wurde von meinen Geschwistern immer extrem gut behandelt. Und ich glaube tatsächlich, ein Teil davon, wieso ich das so gerne mache, ist einfach wirklich, um für viele von euch, weil ich vielleicht einfach durch mein Alter anderen von euch voraus bin. Viele von euch sind ja irgendwie zwischen 18 und 23, 22. Für euch vielleicht so eine Art großer Bruder bin und das finde ich richtig cool und die Vorstellung macht mir sehr viel Spaß. Waschem158 fragt, welche Fachrichtung im Medizinstudium interessiert dich am meisten? Tatsächlich viele verschiedene, das variiert auch immer. Für mich alles, was mit dem Gehirn zu tun hat, finde ich sehr, sehr spannend, feiere ich extrem. Obwohl ich da halt nicht sicher bin, du hast halt die Möglichkeit Neurologie oder Neurochirurgie. Beides halt auch nicht so 100% meine Vorstellung. Deswegen Neurowissenschaften an sich finde ich super geil. Dann Allgemeinmedizin feiere ich auch. Einfach weil du so einen allgemeinen Blick auf den Körper hast und ja, Krankheiten ein bisschen anders angehst. Und auch später, falls man sich niederlassen würde in der Praxis, ist da die Kommunikation mit den Patienten sehr cool, weil man die für einen längeren Zeitraum hat. Und auf der anderen Seite was ganz anderes, plastische Chirurgie feiere ich auch extrem. Jetzt nicht nur unbedingt irgendwie Lippen aufspritzen oder was auch immer, feiere ich nicht so, aber plastische ist ja noch viel, viel mehr. Also, dass du zum Beispiel bei Verbrennungen die Wunden versorgst und so weiter, sind ein ganz großes Fachgebiet. Aber einfach die Vorstellung, etwas, was nicht so schön ist, schön zu machen, finde ich richtig geil. _Helly.hr fragt, gibt es Momente, in denen du dein Medizinstudium bereust?
Safe, die gibt es auch, aber ich erinnere mich in diesen Momenten immer wieder daran, was ich für wertvolle Dinge in diesem Studium schon lernen durfte, welche Türen mir das auch geöffnet hat, und das ist unschlagbar. Deswegen weiß ich da genau, es ist es zu 100% wert, selbst wenn ich noch nicht sicher bin, ob ich später als Arzt arbeiten will, aber im Großen und Ganzen bereue ich es immer nur für einen kurzen Moment und dann weiß ich, dass die richtige Entscheidung war. Leonard-Gareis fragt, hast du Tipps, wie man sich von seiner TikTok-Sucht befreit? PS, liebe deine Videos. Ganz einfacher Tipp, lösche alle Apps von deinem Handy, wenn du wirklich Probleme mit der und Suchtprobleme hast und nicht von den Apps wegkommst. Und stattdessen benutze sie einfach über deinen Internetbrowser. Weil allein diese kleine Friction, dieser kleine Widerstand von deinem Handy aus auf Safari gehen zu müssen oder auf Chrome, dann die Website einzugeben und dann dich einzuloggen, das reicht meistens schon aus, um diese Impulse zu kontrollieren. Und trotzdem kannst du natürlich die Apps benutzen, dann über Safari, aber du benutzt sie wenigstens ein bisschen seltener. Unterstrich Sarah CR fragt, welche Erkenntnis deines Studiums hat deine Persönlichkeit am stärksten geprägt? Tatsächlich 100% Wichtigkeit von Gesundheit im Allgemeinen. Es gibt ein nices Sprichwort dazu, eine gesunde Person hat 1000 Wünsche, eine kranke Person hat nur einen einzigen Wunsch, wieder gesund zu werden. Und ich glaube, das beschreibt am meisten mein größtes Learning aus diesem ganzen Studium. Es ist unglaublich wichtig, dass mit das Oberste auf deiner Prioritätenliste, neben Beziehungen und vielleicht, dass du vorankommst im Leben, einfach deine Gesundheit ist und dass du was dafür machst und das Ganze lieben lernst. Lauri.k268 fragt, würdest du den Weg, den du gegangen bist, genauso wieder gehen oder ihn anders gehen? 100% ja. Ich würde genau diesen Weg nochmal gehen. Ich habe mit 20 erst Abi gemacht, bisschen spät, weil ich in der 6. Klasse tatsächlich die Schule wiederholen musste. Und bin dann nach dem Abi direkt im selben Jahr noch, habe ich mit dem Studium angefangen, würde ich genauso nochmal machen. Habe davor noch meinen Rettungssanitäter gemacht, würde ich auch nochmal genauso machen. Extrem gute Erfahrung. Bin dann auch noch nach Thailand reisen gegangen, war auch super gut. Reisen würde ich auch jedem empfehlen, vielleicht nicht so lange, ich finde perfekt so 2-3 Monate, weil man eben auch schnell dieses Bild der wahren Realität verliert. Es gibt viel so Aussteigerleute, die man auf Reisen kennenlernt. Ich selbst wollte nie so werden und ich feiere das auch nicht so, deswegen würde ich das immer so ein bisschen begrenzen, dass man sich nicht zu sehr daran gewöhnt. Und ansonsten habe ich einen wichtigen Schritt auch in meinem Leben gemacht, und zwar parallel zum Studium. Also ich habe das Studium einfach als Baseline genommen, als Startpunkt, und habe zusätzlich an mir selbst gearbeitet und was für mich selbst gemacht, wie jetzt hier zur Kamera zu sprechen, Videos zu machen, ein Unternehmen mal zu gründen. Heißt nicht, dass du das machen musst, das Gleiche, so wie ich, aber probier dich aus und mach ganz viele Sachen und nimm das Studium nur als Startschuss. Das ist nicht alles und soll nicht nur deine Persönlichkeit sein. SLZ Paula fragt, was sind die besten Podcasts und Filme und Serien? Was sagst du dazu, dein Hobby zum Beruf zu machen? Bester Podcast meiner Meinung nach, Diary of a CEO, richtig stark. Was Filme angeht, ich bin richtiger Fantasy-Typ. Also ich feiere extrem Filme, die so sind wie Herr der Ringe oder Hobbit. Star Wars finde ich auch richtig geil. Deswegen alles, was so mit Fantasy zu tun hat, feiere ich extrem. Und Serie deswegen auch. Game of Thrones für mich Nummer 1 und Nummer 2 schwierig. Vielleicht Peaky Blinders feiere ich auch sehr. Könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so feiert. Andres Look fragt, was war für dich persönlich das größte Learning in 2023? Das Leben wie ein Computerspiel zu sehen, weil in 2023 ist so viel bei mir passiert, auf Social Media, extremes Wachstum. Ich glaube 300.000 Follower in Social Media dazu bekommen in 2023. Dementsprechend natürlich auch mehr Geld verdient und das Ganze fühlt sich unecht an. Man hat dieses Imposter-Syndrom, dass man dem nicht gewachsen ist oder dem das nicht wert ist, aber das Leben ist eher wie ein Computerspiel und man kann den eigenen Charakter aufleveln und so hat sich das Ganze angefühlt, also ein bisschen surreal, aber es macht Spaß, das Leben auch so zu sehen und sich selbst als Main Character und dann so die Nebenquests auswählen und so weiter. Kann ich euch empfehlen, ist eine coole Ansicht aufs Leben. Leo-Gress08 fragt, was sind deine Main Goals für 2024? Noch mehr Fokus auf Selbstoptimierung, mehr um den eigenen Körper kümmern. Ich bin ein großer People-Pleaser, ich kümmere mich viel um andere Menschen. Ich möchte noch mehr meinen Fokus auch auf mich legen. Social Media und vor allem YouTube hier voranbringen. Ich feiere YouTube extrem, macht mir momentan von allen Plattformen am meisten Spaß. Deswegen auch unbedingt ein Abo dalassen, wenn ihr neu hier seid.
Und als letzter Punkt Beziehungen. Ich möchte noch mehr mit den Menschen, die mir viel bedeuten, unternehmen in 2024. R.Arnold10 fragt, wenn du dich für ein Alter entscheiden müsstest, das du für immer behältst, welches wäre es? Ich glaube jetzt gerade, und das liegt daran, dass bisher in meinem Leben, gerade so drüber nachgedacht, jedes Jahr besser wurde. Also jedes Jahr in meinem Leben hat sich bisher verbessert. Ich habe nie gedacht, oh, letztes Jahr war so geil oder vor 5 Jahren war so geil und jetzt ist blöd. Jedes Jahr wurde besser und mein großes Ziel ist es, dass es auch so bleibt, dass jedes Jahr einfach besser wird. Und deswegen, ich würde mein jetziges Alter nehmen. Amina.sgl fragt, welche Person bist du in 10 Jahren? Boah, das ist eine harte, harte Frage. Ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, ich bin Arzt in Teilzeit, aus Spaß, weil es mir Spaß macht. Sagen wir mal allgemein Arztpraxis, ich praktiziere aus Spaß. Ich bin der Social-Media-Typ für das Gehirn. Also ich habe irgendwie meinen Punkt noch viel mehr gefunden und bin irgendwie bekannt für das Wissen, das ich zum Gehirn und zur Selbstoptimierung verbreite und zu Neurowissenschaften. Das fand ich sehr cool. Und irgendeine Art von Unternehmen mit einem großen Impact würde ich gerne gründen. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Richtung. Es ist nur ein Gefühl von mir, dass ich für das Ganze sehr gut geschaffen bin. Auch als Leader hat sich bisher so rausgestellt in Sachen, die ich bisher gemacht habe, wie Study University, Study Academy, Med Students und so weiter, konnte ich das Ganze immer sehr, sehr gut. Und es hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Deswegen, da bin ich gespannt, was in der Zukunft noch kommen wird. Kiki-Cookie27 fragt, wie geht es dir? Mir geht's sehr gut. Ich würde sagen, eine 8 von 10. Ich bin sehr zufrieden momentan mit all meinen Beziehungen im Leben. Ich bin sehr zufrieden, wie es mit dem Studium läuft, hier sowas machen zu dürfen, in einem fremden Land hier zu lernen, ein anderes Gesundheitssystem kennenzulernen. Social Media läuft sehr, sehr gut. Aber man muss auch sagen, das Leben verläuft immer in Zyklen. Es gab zum Beispiel auch eine Zeit vor einem Jahr im Herbst, da ging es mir nicht so gut. Und das Ganze ändert sich auch wieder. Deswegen, ich bin mir dem sehr bewusst. Ich genieße das auch. Ich versuche auch immer, mich wieder zurück in den Moment zu holen, weil ich so ein Typ bin, der sehr viel auch in der Zukunft denkt oder in die Zukunft denkt und versucht das Ganze so viel zu genießen wie möglich und aufzusaugen. Aber ich bin mir bewusst, dass auch wieder harte Zeiten kommen, aber momentan ist echt sehr, sehr gut. Christina.r173 fragt, könntest du dir vorstellen, im Ausland zu leben? Tatsächlich momentan, also ich bin schon einige Male gereist, ich habe viel gesehen, nein. Und der Grund dafür ist, dass Deutschland meiner Meinung nach die perfekten Grundvoraussetzungen liefert, um glücklich zu sein. Natürlich, das Wetter im Winter ist vielleicht nicht so gut. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht im Winter für 2, 3, 4 Monate immer abzuhauen. Aber an sich, wer in Deutschland unglücklich ist, das vielleicht so als Fact, der wird in keinem anderen Land der Welt deutlich glücklicher sein, meiner Meinung nach. Und ich habe auch meine Familie und alles in Deutschland, also für mich würde es nicht in Frage kommen. Jessica.kdr fragt, wie bereitet man sich am effektivsten auf das Abitur vor? Ich würde sagen, nicht zu früh anfangen, lass dich nicht stressen, arbeite mit einem funktionierenden Lernsystem, wenn du noch kein Lernsystem hast. Link von mir ist in der Videobeschreibung, bestes Lernsystem der Welt mit einer Community-Funktion, kann ich dir sehr ans Herz legen. Und ansonsten, ja, lerne aktiv. Versuch nicht, Zusammenfassungen zu schreiben, arbeite mit Flowmaps und ja, stress dich nicht so viel. Es sind einfach nur Klausuren, so wie alle anderen auch. Tom47- fragt, wie kannst du trotz der vielen Arbeit so trainiert sein? Was ist dein Trainingsplan? Ich lege einen großen Fokus auf Training. Ich bin jemand, der abends immer gerne trainiert. Also ich bin nicht so der Morgenstrainierer. Wenn ich alles geschafft habe, dann ist das für mich die Belohnung eher, zum Sport zu gehen, feiere ich sehr. Und ich trainiere mit einem Dreiersplit. Ich trainiere Arme und Schultern zusammen an einem Tag, dann trainiere ich am anderen Tag Brust und Rücken und am letzten Tag trainiere ich dann Beine und meistens noch ein bisschen Bauch dazu. Und so funktioniert das Ganze sehr gut. Und was ich auch sehr, sehr gerne noch mache, ist, ich gehe gern boxen.
Und genau, falls ihr mal ein genaues Video zum Thema Training von mir haben wollt, ich glaube, ich habe gerade echt die beste Form, die ich je hatte, gerade hier in Sri Lanka, macht sehr viel Spaß zu trainieren. Sagt mir das gerne Bescheid, dann mache ich dazu mal ein Video. 111 Parinka fragt, wie gefällt dir deine Formulatur in Sri Lanka? Extrem gut. Ich hatte zwar gehofft, dass wir noch ein bisschen mehr machen dürfen hier, ist nicht so der Fall. Es kommt natürlich darauf an, wie du dich mit den Ärzten stellst. Wir dürfen jetzt nicht praktisch so viel machen, leider, aber wir sehen sehr viel und sehr, sehr spannende Dinge sehen wir vor allem. Und das macht schon wahnsinnig viel Spaß. Und ansonsten, ich gehe nach der Arbeit hier zum Meer. Was will man mehr haben? Also extrem nice. Sepp-KLMN fragt, was ist dein größter Fehler in deinem Leben gewesen und was ist dein größtes Talent oder deine Fähigkeit? Ich glaube, mein größtes Talent oder Fähigkeit ist Empathie. Also ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich verstehe auch sehr gut, was andere Menschen denken. Und ich glaube, mit mir verbringt man sehr gerne Zeit. Und auf der anderen Seite bin ich gut im Schreiben, weswegen auch Social Media gut funktioniert, weil das sehr viel mit Skripten zu tun hat. Und mein größter Fehler in meinem Leben war, glaube ich, nicht früher anzufangen, mehr an mir selbst zu arbeiten, insofern, dass ich mich selbst nicht so hängen lasse. Also ich habe, bis ich 18, 19 war, eigentlich war ich so typisch immer nur Party und, keine Ahnung, draußen rumhängen. Ich war gar nicht gut in der Schule. Und das Ganze gibt mir dann halt auch im Nachhinein so einen schlechten Vibe, was die Schule angeht, was nicht hätte sein müssen. Und das Ganze hätte ich anders machen können, indem ich trotzdem mein Leben mit Spaß gelebt hätte. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das im Nachhinein anders gemacht hätte, dass ich nicht mit Freunden rausgegangen wäre. Aber ich hätte ein bisschen weniger Dinge gemacht, um anderen zu gefallen. Das ist, glaube ich, ja, das ist der größte Fehler bisher gewesen. Wenn du eine Superkraft hättest, welche wäre es? Boah, beste Superkraft, safe fliegen. Ja, ich würde gern fliegen können. Patrick-77 fragt, was hältst du von Iman Gazi? Iman Gazi, schwierig. Ich habe ihn mal eine Zeit lang mehr gefeiert. Inzwischen ist er mir ein bisschen zu salesy in die Richtung geworden und sehr so, er hat einen sehr großen Impact auf die Jugend und ich glaube nicht nur positiv. Ich glaube, viele denken von sich so, ja, ich muss so früh so erfolgreich sein, ich muss so viel Geld verdienen. Aber die Sache ist, die sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen sagen, jeder hat das von euch gehört schon, Geld ist nicht alles. Und je mehr ich so in diese Welt eintrete und auch mehr mitbekomme, wie diese Menschen auch ticken, merkt man einfach, es ist wirklich so. Geld ist nicht alles und es macht dich einfach nicht zu 1000% glücklich. Und deswegen bringt es auch nichts, sich einen Druck zu machen, so früh reich zu werden wie möglich. Streicht euch das aus dem Kopf und nimmt euch den Druck raus. Und das feiere ich an Iman Gazi zum Beispiel nicht so. Auch passend dazu fragt Leonard, hast du finanzielle Ziele oder wie denkst du über Geld nach? Finanzielle Ziele habe ich tatsächlich, aber die sind noch ein paar Jahre her. Ich habe mir mal vor ein paar Jahren gesetzt, ich möchte unbedingt Millionär sein, bis ich 30 bin. Inzwischen sehe ich das nicht mehr ganz so streng. Ich bin mir sicher, dass ich das schaffen kann. Und ich arbeite auch daran, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt mein Hauptziel ist und alles andere untergeordnet ist. Das sehe ich gar nicht so. Vielmehr suche ich mehr nach Fulfillment, das zu machen, was mir Bock macht. Und über Geld denke ich generell nicht nach, um ein Mittel, um anderen zu zeigen, dass ich Geld habe. Es war eine lange Zeit so, dass ich mir das erarbeiten wollte, um dann anderen zu beweisen, ey, ich kann das und das und das oder hab das geschafft. Inzwischen denke ich mir eher so, Geld ist ein Mittel, um Freiheit zu kaufen. Und so will ich eigentlich auch mit Geld umgehen. Und ja, deswegen, ich bin auch nicht so ein materieller Typ eigentlich. Das Einzige, was ich feiern würde, wäre irgendwann mal ein richtig gutes Auto zu fahren. Aber ja, mal gucken. Aber noch wichtiger als Auto ist Haus. Haus finde ich sehr wichtig. Ein schönes Haus mit einer schönen Umgebung, wo man sich wohlfühlt. Chris1111 mit ganz, ganz vielen Fragen von YouTube fragt, wie stehst du zu Alkoholkonsum? Alkohol habe ich in meiner Jugend tatsächlich häufig getrunken. Ich war jedes Wochenende eigentlich draußen und habe gefeiert, was auch immer. Inzwischen sehr, sehr selten. Ich würde sagen, so alle 2 Monate vielleicht mal an einem Abend trinke ich was. Und meistens bereue ich es auch am nächsten Tag.
ich versuche auch wirklich, also das so gut es geht zu vermeiden in meinem Alltag, weil Alkohol einfach sehr, 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 sehr schlecht für dein Gehirn ist. Und das würde ich auch jedem empfehlen, gerade auch in jungen Jahren darauf zu achten. Leider ist es so, dass unsere Jugend in Deutschland schon früh mit dem Trinken anfängt. Ich hoffe, dass da vielleicht so ein kleiner Gegentrend, was das angeht, stattfindet. Das Beste, was ihr machen könnt, ist von Anfang an gar nicht zu trinken und euch daran zu gewöhnen, auch gut drauf zu sein ohne Alkohol. Dann müsst ihr euch gar keine Gedanken mehr darum machen. Wie siehst du die Entwicklung im Bereich CRISPR-Cas? Wie stehe ich dazu? Also erstmal, ich kenne mich in dem Gebiet nicht so krass gut aus. Was ich sagen muss ist, ich finde das Ganze sehr spannend. Also mein Wissenschaftskopf sagt dazu, unglaublich spannend. Ich will mehr dazu erfahren und mich dort einlesen. Auf der anderen Seite macht es mir auch Sorgen, wohin das Ganze geht. Gerade in diesem Stil der Selbstoptimierung. Ich beschäftige mich ja selbst auch viel damit, aber wohin das Ganze führt und ob es irgendwann so eine Art Übermensch entsteht, wie übrigens Yuval Noah Harari auch in seinem Buch beschreibt, dass du irgendwann eher Menschen erster Klasse hast und Menschen zweiter Klasse. Menschen erster Klasse können sich verschiedene Methoden leisten, um ihren Körper und ihren Geist zu verbessern und die anderen eben nicht, weil es eben teuer sein wird. Das ist so ein bisschen eine Sorge, die ich habe. Aber ich finde es in erster Linie erstmal spannend, wohin das Ganze geht. Bist du geimpft? Meinung dazu in Bezug auf Tate. Ja, ich bin geimpft. Ich bin großer Unterstützer von Studien, von Wissenschaft und alles, was meiner Meinung nach empirisch belegt ist, anhand von wasserfesten und guten Studien, sehe ich auch als Fakt und ich bin gerne dazu bereit, die Meinung von Experten zu übernehmen. Deswegen, im letzten Q&A habe ich über Tate gesprochen, sehr differenziert und habe darauf geachtet, dass ich ihn nicht nur in ein bestimmtes Licht rücke und was Impfen angeht, bin ich eben nicht seiner Meinung. Und deswegen auch wichtig, nur weil ich manche Punkte oder weil irgendein Mensch manche Punkte unterstützt, die ein anderer Mensch sagt, heißt das nicht, dass er einen anderen zustimmt. Sehr, sehr wichtig. Wo verordne ich mich grob politisch? Tatsächlich kann ich mich mit keiner Partei oder ja, keiner politischen Landschaft bisher so richtig identifizieren in Deutschland und auch generell. Vielleicht geht es manchen von euch auch so, aber ja, ich bin sehr freiheitssuchend allgemein, aber es gibt so eigentlich keine Partei, die komplett so meine Interessen unterstützen würde. Für wie hilfreich würdest du VR-Applikationen zum Lernen und Üben erachten? Extrem hilfreich, bin ich super gespannt, was da noch passiert. Ich glaube, da wird auch sehr viel passieren. Also die nächsten Jahre werden krass. Welche Musik hörst du, wenn du nicht lernst? Ich höre sehr viel Hip-Hop. Ich feiere Dave sehr, den englischen Rapper. Ich feiere auch Drake. Also sehr viel Formen von Hip-Hop. Aber auch tatsächlich, wenn ich mal chill, irgendwie so Jazz- oder House-Playlists finde ich auch sehr nice. Ich habe euch auch mal in die Beschreibung meine Playlist verlinkt. Das war's mit dem Q&A, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Ganze gut gefallen. Mir macht das unfassbar viel Spaß, so persönlich zu sprechen. Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch feiert. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.